Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch die My Little Box vom Monat Juni, Juli. Und wenn ihr wissen wollt, was hier Schönes alles so drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, meine Lieben, die My Little Box ist endlich bei mir angekommen. Es gab ja leichte Schwierigkeiten, aber man muss dazu sagen, wir wurden informiert. Sie haben E-Mails versendet, dass die halt, normalerweise müsste da jetzt eine Sonnenbrille dabei sein. Die ist leider nicht dabei, die ist im Zoll stecken geblieben, ne? Also die ging wohl wieder an My Little Box zurück und die haben halt geschrieben, sie schicken sie dann separat, weil es wohl irgendwie da Probleme gab mit der Brille, keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall kam die Box jetzt bei mir an. Ich habe mir nur mal so den Karton aufgemacht, habe noch nicht richtig reingeguckt, das schauen wir uns jetzt alles mal an. Wer die My Little Box noch nicht kennt, ich meine, die kostet 17,95 oder 18,95 im flexiblen Abo. Ich habe auf jeden Fall einen Rabattcode, da könnt ihr erstmal 3 Euro auf eure erste Box sparen, wenn ihr Neukunde seid. Und man kann auch ein Le Extra oder Les Extra dazu buchen. Das kostet, glaube ich, 4,99. Dann bekommt man ein extra Produkt alle 2 Monate. Oder man bekommt halt eben, also in dem anderen Monat, normalerweise kriegst du jeden Monat ein Extra, aber das eine Extra ist halt immer irgendwo ein Rabatt oder so auf irgendeine bestimmte Produkte oder bestimmte Marken oder sowas, ne? Und man kriegt eigentlich jeden zweiten Monat ein Produkt und da kann man sich teilweise auch noch die Sachen aussuchen. Ja, dann starten wir doch mal mit dem Les Extra. Diesmal haben wir was von Shiseido. Da konnte man sich, glaube ich, einen Primer oder eine Sonnenpflege aussuchen. Ich habe mir die Sonnenpflege ausgesucht und und zwar diese hier. Shiseido Expert Sun Protection Face Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Ja, weil diesen Toner, den habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Also ich finde den nicht schlecht, aber ich dachte, ich probiere jetzt einfach mal das aus. Das kenne ich von Shiseido noch nicht. Und wir riechen mal dran. Ja, riecht nach Sonnencreme, ne? Muss man einfach mal schauen, wie das halt so ist. Kann man ja jetzt auch gebrauchen. Und 50 Milliliter sind da drin. Genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Größe. Und hinten drauf steht auch nochmal was drauf. Also die kostet normalerweise 40 Euro. Boah. Und man muss ja überlegen, eigentlich habe ich dafür jetzt 10 Euro bezahlt. Ne? Weil im einen Monat kriegen wir ja nur so einen Rabatt oder so. Und im zweiten Monat kriegst du ein Produkt. Also das heißt, habe ich dafür eigentlich jetzt 10 Euro bezahlt. Ne? Also sie soll uns vor negativen Umwelteinflüssen schützen, klar. Und zieht schnell ein. Und besonders leistungsstark. Das ist mal so zusammengefasst, was hier hinten so ein bisschen draufsteht. Die Verpackung finde ich auch schön. Kann man ja auch, wenn man da vielleicht was anderes drüber klebt und da hinten, kann man das ja vielleicht auch wiederverwenden. Also finde ich erstmal schon mal ein tolles Produkt. Und dann haben wir hier immer auch eine Karte drin. Die kann man auch immer selber nochmal beschriften oder so. Die haben immer tolle Bilder drauf gemalt, aber diesmal ist hier was drauf gedruckt. Voyage en Mediterran, glaube ich, heißt es. Ja, jetzt habe ich hier auch noch eine Fliege, die nervt mich schon die ganze Zeit, aber so sieht das Ganze aus. Finde ich schön, kann man ja auch verwenden, wenn man jemandem was schickt oder so. Manchmal nehme ich die auch für Verlosungen, dann schreibe ich da hinten halt was drauf, ne? Dann, ein paar nette Worte. Und jetzt schauen wir mal rein. Also man konnte sich zuallererst auch die Tasche aussuchen. Hier ist nämlich eine Tasche drin. Entweder dieses Muster oder halt nur komplett in diesem Blau. Ich habe mich aber für das Muster entschieden. Da gibt es halt, wie gesagt, 2 verschiedene. Konnte man sich aussuchen. Wenn man es halt nicht gemacht hat, kriegt man halt irgendeine. Ne? Azur steht hier noch drauf. Okay. Eine Weekender Bag ist das. Azurblau lässt den Blues keine Chance. Schnapp dir deine neue Tasche aus recycelter Baumwolle und verschmilzt ein Wochenende lang mit dem Horizont zwischen Himmel und Meer. Okay, made in China. Ja, die ist echt schön. Also die Taschen von der My Little Box, ich sag's euch Leute, ich liebe die. Also die sieht erstmal so aus, die ist schön groß. Ne? Dann hier in der drin sieht sie so aus, zeig's euch mal. Hat man immer viel Platz, ja, die haben einfach immer keine Innentasche oder so, aber trotzdem, das ist einfach eine gattige Größe, sage ich immer. Die ist echt, ich zeige es euch nochmal, ich versuche es nochmal in die Kamera hier zu halten, so. Die hat echt eine schöne Größe, vom Material her echt toll. Und das Tolle ist halt, ja, die kann man halt so, ich habe die so noch nirgendwo gesehen, kann man jetzt im Sommer total gut gebrauchen. Also ich liebe diese Taschen. Ich habe auch die Einkaufstasche von damals noch, ne. Die benutze ich ganz oft, weil ich die einfach mag. Die hat eine tolle Größe, die ist nicht zu groß, die ist nicht zu klein. Ich liebe die. Ne?
Dann gucke ich mal, was hier noch außen rum liegt. Also einmal haben wir hier noch von MAC einen 10-Euro-Gutschein. Finde ich auch schön, ne? Wenn man da jetzt was bestellen will. Finde ich das gut. Bestimmt ab einem bestimmten Einkaufswert. Ja gut, jetzt habe ich es abgerissen. Super. Bis Juli günstig in einem Wert von 59 Euro, glaube ich. Ja gut, aber wenn man da jetzt was bestellen will, dann kann man den ja verwenden. Dann haben wir hier noch was drin. Feeling Peeling Blue. Ja, das ist auch immer sehr schön. Also ich finde die Verpackung auch immer ganz toll. Da steht jetzt aber, was steht hier drin? Dein Peeling-Handschuh für strahlende Haut. Mit unserem Peeling-Handschuh kannst du abgestorbene Hautschüppchen dem Kampf ansagen. Er besteht aus zwei natürlichen Mineralien, einer perlenden, wassersparenden Hanffaserrund, einer weicheren, recycelten Baumwolle. Der Peeling-Handschuh bereitet deine Haut ideal auf den Sommer vor. Reinige deine Haut mit der Seife, mit der Seite aus Baumwolle. Zweitens, peele deine Haut mit der Seite aus Hanf. Okay. Peele deine Haut mit der Seite aus Hanf, trage mit der Seite aus Baumwolle deine Feuchtigkeitspflege auf. Okay, oh, hier eine Nachricht von deiner Haut. Danke dir. Ach so, cool. Also das zeige ich euch hier nochmal. Das steht hier so drauf. Das ist echt schön gemacht. Und hier haben wir dann diesen Handschuh. Ah, das ist ja mal cool. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Sea Scrub Sun. Also hier hat man halt diese, ja, so ein bisschen Frottee-mäßig. Und da hinten ist halt so ganz weich, ne? Also das ist dann praktisch hier das zum Peelen, ne? Wahrscheinlich die Seite. Und die andere Seite ist halt für die Pflege. Also das finde ich schön. Hatte ich selber auch noch nicht. Jetzt habe ich es gerade verschmiert mit meinem Geswatchten hier aus meinem vorhergehenden gedrehten Video. Ja, finde ich schön. Also finde ich toll. Sowas kenne ich. Also ich kenne diese Peeling-Handschuhe natürlich. Aber sowas hatte ich noch nicht. Und das qualitativ macht es auch wirklich einen guten Eindruck. Also das gefällt mir. Man hat hier halt auch immer 3 Beauty-Produkte und 2 Accessoires. Ne? Darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt auch noch den MAC-Gutschein. Dann haben wir hier noch was drin. La Perle Rare. Okay, was ist das? Schaut mal. Eine seltene Perle. Multifunktionale Halskette. Muscheln und Schalentiere lassen dich am Strand niemals im Stich. Wir sprechen von deinem neuen Sommerschmuck und seinen Perlen, die dich sogar im Wasser beim Schwimmen begleiten, ob stilvoll als Halskette oder geschickt als doppeltes Armband getragen. Dein neues Accessoire sorgt mit seinen flachen Perlen für den perfekten Surfer-Look. Cool, oder? Ja, das steht hier hinten drauf. Und das machen wir jetzt auch mal auf. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Das ist auch süß gemacht. Muss man jetzt echt sagen. Guckt mal. Ja, das ist sehr schön gemacht. Das sieht echt sehr, sehr schön aus hier, die Kette. Mit dem Gold auch. Also ich finde, bin ja kein Goldschmuckträger so arg, aber die finde ich jetzt echt schön. Und so viel Gold ist da jetzt auch nicht. Also das ist echt so eine schöne Sommerkette. Die steht auch jedem, die passt zu vielen. Also die kann auch jeder tragen. Und ja, finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Ne? Muss ich jetzt sagen, gefällt mir. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Eigentlichen. Und zwar, ach, hier ist noch ein Zettel drin. Da kann man nämlich, also ich habe das, glaube ich, weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Habe ich gar nicht gesehen. Da steht nämlich hier bis... weil wir haben jetzt, normalerweise ist ja so, dass die, glaube ich, immer nur, da gab es ja eine, also man muss dazu sagen, das ist jetzt im Sommer eine Doppelbox. Ich fange jetzt mal so an, ne? So, das heißt, normalerweise haben wir immer, ich meine, warte mal, Juni, Juli, August, September eine Doppelbox bekommen. Das heißt, wir kriegen die Juni, also im August praktisch auch die September-Box, ne? So, weil die irgendwie anders Ferien machen. Jetzt haben sie es aber so gemacht, dass sie halt auch im Juni, Juli das Gleiche machen. Das heißt, wir kriegen jetzt auch, hier ist auch die Juli-Box dabei. Also das ist jetzt die Juni und die Juli-Box. Und da konnte man jetzt beim nächsten Mal für die nächste Box bis Ende Mai seine Box personalisieren. Da kann man dann hier sich so eine Gürteltasche aussuchen. Also ich hoffe, ich habe das gewählt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. Also, ja, naja, warten wir mal ab. Ich hoffe, ich kriege die schwarze. Schauen wir mal. Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Doppelbox. Hier ist das schöne Täschchen, finde ich auch sehr schön. Hier haben wir auch nochmal so einen tollen Druckknopf. Kann man auch mitnehmen in Urlaub, finde ich ganz toll. Das allererste Produkt hier ist von Fausan, eine Good Timeless 10 Lines. Okay, mit Lichtschutzfaktor 15, eine Sun Cream Body Lotion.
Das finde ich echt schön. Das ist ja auch jetzt gerade eine gut toll verbreitete Marke, die jetzt gerade überall aller Munde ist. Ja, riecht auch gut. Das ist aber, glaube ich, eine andere Sorte. Wir hatten sowas mal, glaube ich, mal in der Glossy Box in klein, so eine Sonnenpflege. Aber das war, glaube ich, ein, das ist so eine lilane Tube hier. Und die ist jetzt, die andere war, glaube ich, rosa. Und die ist auch vegan, sind 200 Milliliter drin. Korall-friendly Formula. Also genau, das ist eine Formulierung, die auch für Korallen im Meer natürlich auch freundlich sind. Das schadet denen dann auch nicht. Finde ich gut. Also werde ich sehr gerne mal probieren. Also Lichtschutzfaktor 15 würde ich jetzt als normale Bodylotion verwenden. Ne? Das ist jetzt auch kein hoher Schutz oder so. Aber ja, finde ich ganz schön. Finde ich ein tolles Produkt. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Jetzt freue ich mich, was ich da drin habe. Dann haben wir hier noch ein paar Schätze. Und zwar von My Little Beauty Key Cool and Wear Blue. Was ist das denn? After Sun Körper Peeling. Okay, ein After Sun Körper Peeling. Das sieht ja auch mal cool aus, ne? Weil Little Box hat immer tolle Produkte. Nachdem sie einen Sonnenstrahlen getrotzt hat, beruhigt dieses After Sun Gel deine Haut mit Aloe Vera und Biocomplementhydralat. Kornblumenhydralat. Okay. Perlmuttpartikel natürlichen Ursprungs veredeln deine Bräune. Okay, das ist sehr schön. Also das ist ein Körperpeeling. After Sun Peeling finde ich richtig schön. Kann man da was riechen? Ja, oh. Oh ja, das riecht gut, Leute. Oh. Oh, das riecht gut. Ich hatte schon mal so ein Peeling von der My Little Box. Oh, ich habe das geliebt, Leute. Und ich habe auch noch so ein Kaffeepeeling. Das war in so einer Tube. Das war auch mal drin. Sorry, wenn ich mich hier immer rumfahre, aber da ich Heuschnupfen habe und so, und da irgendwie. Manchmal, weißt du, dann will man nicht im Auge kratzen, dann juckt es überall. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein echt schönes Produkt. Das gefällt mir. Als nächstes habe ich gesehen, haben wir hier was von Lavera Naturkosmetik Glow Bee Nature Serum mit Q10, Vitamin C, Antimüdigkeitseffekt und ist auch vegan. Finde ich echt schön. Das kenne ich noch gar nicht. Also, das hier kenne ich noch nicht. Sagt mir auch nichts. Habe ich noch nie gesehen. Ist vielleicht auch ein neues Produkt. Ich habe jetzt mal die Flasche mal rumgedreht. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Gut, mit Vitamin C muss man immer aufpassen. Muss man natürlich Sonnenpflege auftragen, Sonnenschutz. Deswegen ist auch froh, dass ich hier die Shiseido-Creme dabei habe. Und dass wir natürlich eine Sonnenpflege dabei haben. Weil es kann ja auch sein, dass sich jemand, dass jemand das vielleicht extra gar nicht hat. Oder sich den Toner ausgesucht hat. Ne? Die hochwirksame Form mit natürlichem Coenzym Q10 und natürlichem Vitamin C reduziert freie Radikale und schützt so vor oxidativem Stress. Sie vitalisiert müde Haut, spendet langanhaltende Feuchtigkeit und mildert Fältchen. Ja, sehr schön. Das probiere ich sehr gerne mal aus. Also, ja, finde ich gut. Finde ich ein tolles Produkt. Dann haben wir hier noch mehr drin, also richtig toll, von Barbour, Dr. Barbour Protection Balm. Lichtschutzfaktor 50. Okay. Ein Protection Balm. Was ist das denn? Ist das für die Lippen oder was? Oder für was bist du denn? Schnell einziehender Schutz. Nö, scheint fürs Gesicht zu sein. Also ich sehe jetzt hier nichts. Scheint fürs Gesicht zu sein. Das ist hier die Tube. Finde ich echt schön, weil Barbour. Hut ab. Hut ab. Barbour ist immer gut und das Produkt kenne ich auch noch nicht. Wir haben ja sonst immer so die normale Tagescreme gehabt oder halt eben ja, Ampullen oder so, was man halt schon so kennt. Aber die kenne ich noch nicht und da freue ich mich, die mal auszuprobieren. Also ja, finde ich gut. Gut, dass man jetzt, ich sag's mal so, dass man jetzt zwei Sonnenprodukte reinpackt. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, ist jetzt ja man hier auf hohem Niveau, ja, weil das Gute ist, kann man ja auch so ein bisschen als Bodylotion verwenden und das jetzt halt so auch, ja, als Sonnenschutz, okay, hat dann auch einen höheren Lichtschutzfaktor, ne? Also das würde ich dann eher auch fürs Gesicht nehmen und das halt eher für den Körper, ne? Aber es ist halt auch eine Sommerbox, ich denke halt, wir werden jetzt auch bei den kompletten Boxen mit so Sachen halt, ja, kommt halt jetzt wieder, ne, in jeder Box. Dann haben wir hier ein Produkt von The Belief, The True Cream. Das ist eine Feuchtigkeitscreme mit 10 Milliliter. Finde ich gut. Davon habe ich nämlich den Cleanser. Den muss ich auch mal probieren. Und das ist eine teure Marke. Und jetzt habe ich hier wieder meinen Mucksitzer. Hau ab. Ja, und das ist hier, wie gesagt, die Tagescreme. Die Feuchtigkeitspflege finde ich echt gut. Die werde ich wirklich sehr gerne mal probieren. Die riecht auch gut. Sieht so aus. Ich muss mal testen.
muss mal probieren. Also die habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt, soweit ich mich entsinne. Oh, die riecht gut, so ein bisschen zittrig. Zieht auch schnell ein. Ja, riecht sehr gut, werde ich gerne ausprobieren. Also finde ich gut, weil ich habe davon nämlich den Cleanser. Und ich habe, glaube ich, die Creme noch gar nicht gehabt. Weiß ich gerade nicht, soweit ich mich entsinnen kann. Und dann haben wir hier natürlich auch was von MAC drin. Am Power Kiss Lipstick in der Farbe 308 Mandarin O. Finde ich auch schön. Klar, das hatten wir auch schon öfters. Aber diese MAC Lippies sind auch nicht günstig, ne? Und da ist vielleicht auch mal jetzt mal eine andere Farbe drin. Ist halt ein bisschen doof, wenn es halt immer so rot ist, ne? Aber das hier ist jetzt so ganz samtig. Also das finde ich richtig schön. Und das ist hier die Farbe. Ja, das passt natürlich jetzt zum Sommer. Ich muss mal gucken, ob ich so eine ähnliche Farbe habe. Wenn ich die haben sollte, wird der natürlich mal weiter wandern oder auch meine Verlosung oder so. Oder mein Tauschpaket. Aber ich finde es schön, dass sie das reinpacken, weil darüber freut man sich ja auch. Ne? Klar hatten wir jetzt halt schon öfters. Wäre jetzt vielleicht auch schön gewesen, wenn da mal was anderes drin gewesen wäre. Aber trotzdem. Ja, finde ich jetzt eine schöne Box. Die Tasche ist leer. Die Tasche gehört ja auch dazu. Das ist ja das Accessoire. Ne? Wir haben ja drei Accessoires sozusagen. Also ist einmal die Tasche, dann die Tasche hier, dann die Perlenkette, genau, der Handschuh sozusagen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pflegeprodukte. Ja, finde ich echt schön. Die Kette haben wir ja, wie gesagt, auch noch. Also ich muss sagen, finde ich eine tolle, sehr gelungene Box, muss ich sagen. Mir gefällt sie. Und wenn sie euch auch gefällt, könnt ihr es sehr gerne abonnieren. Die Bob My Little Box kann man ja jederzeit auch kündigen. Gibt es ja im flexiblen Abo. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann dürft ihr mich auch gerne einfach kostenlos abonnieren. Mich ganz arg freuen. Folgt mir auch übrigens gerne auf Instagram, denn da teile ich immer so Aktionen. Wenn ich irgendwas sehe, wenn ich irgendwo Rabatte sehe oder irgendwie eine neue Box oder irgendwas, wenn was wieder was gibt. Ne, ich glaube, ab morgen gibt es auch die. Und da gibt es demnächst die Glossy Box Man. Ich weiß ja nicht, wann das Video jetzt online kommt, wo man wieder bestellen kann, wenn jemand die will. Ne? Also echt schön. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr die Box findet, was ihr so in eurer Box drin hattet. Ich denke mal, dass die ja wahrscheinlich gleich sind, wie immer. Manchmal gibt es auch leichte Unterschiede. Deswegen könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr sie im Abo habt, was ihr so drin hattet, was euer Highlight-Produkt aus dieser Box jetzt ist und wie sie euch gefällt. Und ja, aber normalerweise hätten wir hier jetzt noch eine Sonnenbrille, aber die kommt ja dann noch. Und ja, finde ich eigentlich gut. Ich kann sie wahrscheinlich innen tragen, weil ich ja keine Kontaktlinsen trage. Aber trotzdem ist ja egal. Also, meine Lieben, ich würde mich an dieser Stelle einmal hier verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mit dem es so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.